Ja, moin moin zusammen, ich grüße euch, ihr Freunde des Fachwerks, Altbausanierer und Heimwerkerhelden. Hier ist wieder euer Fachwerker und ich habe mal wieder ein neues spannendes Thema für euch. Heute geht es um die Kosten einer Gasheizung. Wie wir wissen, ist ja dieses Jahr mehr oder weniger jetzt das, ja, ich sag mal, die Last Order. Wer noch eine Gasheizung tauschen möchte, der kann das nur noch dieses Jahr ohne zusätzliche Aufwände erledigen. Ja, ab nächstem Jahr wird es da ja so einige Änderungen geben. Deswegen hatte ich euch gebeten, bitte schickt mir doch mal eure Angebote oder sogar Rechnungen von eurem Gasheizungstausch. Das schauen wir uns heute mal an und natürlich auch noch so einen kleinen Ausblick. Was kommt denn da jetzt 2024 auf uns zu? Welche Änderungen und vielleicht ja auch Preisanstiege sind dann für 2024 zu erwarten? Ja, und dann steigen wir direkt ein mit der Frage, wie setzen sich denn jetzt die Kosten für so einen Austausch einer Gasheizung zusammen? Wie gesagt, dafür habe ich eure Angebote und Rechnungen analysiert. Da sind einige Zuschriften gekommen. Vielen Dank natürlich an der Stelle dafür. Ich habe ja so ein ähnliches Video schon mal gemacht für Wärmepumpen. Da war so ein bisschen die Frage, ja, was hast du da jetzt verglichen? Welche Leistung haben die Wärmepumpen und so weiter? Jetzt hier an dieser Stelle ist es so, dass die Gasheizungen sich schon relativ ähnlich waren. Wir sprechen hier von einem Leistungsbereich. Die kleinsten, die lagen so bei 8 kW und das ging hoch bis 20, 25 kW. Aber so im Schnitt lagen wir so um die 9, 10 kW. Das war so das grobe Mittelmaß, was die meisten so wählen. Ist auch, sage ich mal so, der fast schon Standardfall für eine Gasheizung so in diesem Leistungsbereich. Wobei man sagen muss, preislich unterscheiden die sich jetzt nicht so extrem. Also ob ich jetzt eine 10, 12, 15 kW Heizung habe oder ich habe eine 19, 20 kW Heizung, da liegen höchstens 100, 200 Euro zwischen. Das ist also jetzt nicht so, dass denn die Heizung doppelt so teuer wäre. Auch der Rest der Peripherie, interessanterweise haben sich hier die Angebote, obwohl sie auch wieder deutschlandweit verteilt waren, waren die da sehr nah zusammen. Das heißt, da gab es gar nicht so große Ausreißer. Das sehen wir gleich in der Auswertung so ein bisschen. Ich sag mal so Standardanwendungsfall 1 bis 2 Familienhaus, wo eben letzten Endes dann die Gasheizung ausgetauscht wird. Ja, und dann fangen wir an mit dem ersten, natürlich auch wichtigsten Posten, nämlich der Gasheizung selber. Was ich da ganz interessant fand, die Angebote kamen wieder deutschlandweit, aber offenbar sind sich im Gasheizungsmarkt mehr oder weniger die Platzhirsche einig. Es waren nämlich fast nur Fissmann, Wolf oder Buderus Heizungen vertreten. Ist auch ganz interessant, wobei die sich preislich jetzt auch gar nicht so große Unterschiede gegeben haben. Wenn wir jetzt nur auf den Wärmeerzeuger selber schauen, also die Gasheizung ohne irgendwelches Zubehör, dann lag die im Schnitt im günstigsten Fall so im Bereich 2.500 Euro und ging aber durchaus so in Richtung 3.000 bis maximal 3.500 Euro, also nur für den reinen Wärmeerzeuger. Ja, und weiter geht's mit dem Warmwasserspeicher. Auch da waren sich viele einig über den Lösungsansatz an der Geschichte. Die meisten setzen nämlich einfach auf einen ganz einfachen Warmwasserspeicher. Es gab einige Angebote, wo tatsächlich ein Pufferspeicher oder sogar ein Schichtenspeicher verbaut wurde, aber überwiegend waren es eben einfache Warmwasserspeicher. Wer jetzt so ein bisschen sich fragt, wo ist da der grobe Unterschied? Ich hatte da vor kurzem mein Video zu gemacht, wo ich so ein bisschen erkläre, welcher Speicher funktioniert wie und wozu, welche Vor- und Nachteile und so weiter. Der Vorteil des Warmwasserspeichers an der Stelle ist, er ist relativ günstig und das hat hier wahrscheinlich auch den Ausschlag gegeben. Wir liegen da meistens in Größenordnungen von 120 bis vielleicht 160 Litern Speichervolumen, was für einen Warmwasserspeicher auch vollkommen ausreicht. Die Kosten sind natürlich entsprechend gering, ne? Dann kostet so ein Warmwasserspeicher, der liegt so im Bereich 800 Euro, maximal so 1000 Euro um den Dreh, bis hin zu, wenn es jetzt ein Puffer- oder Schichtenspeicher ist, dann geht es so in die Richtung 1500 Euro. Ne? Also auch im Bereich der Wasserspeichertechnik ist eine Gasheizung relativ günstig, weil, das muss man auch sagen, die Gasheizung ist ein sehr, ja, wie soll man das sagen? Also ein sehr dankbarer Wärmeerzeuger. Er lässt sich sehr schnell regeln, also einschalten, dann ist sofort entsprechend im Prinzip Leistung da, ausschalten, dann ist die Leistung sofort weg, ohne dass da irgendwelche Vor- und Nachlaufzeiten wären. Während des Betriebes kann ich die Gasheizung leistungstechnisch auch oft sehr gut modulieren, wodurch ich praktisch mir nicht so einen drauf fertig machen muss bezüglich der Speichertechnik. Das ist zum Beispiel bei einer Biomasseheizung meistens das genaue Gegenteil. Ja, der Wärmeerzeuger lässt sich sehr schlecht regeln, hohe Leistungen und da brauche ich dann entsprechende Pufferspeicher, die ja auch wieder Geld kosten und wieder technischen Aufwand darstellen. Das habe ich alles bei einer Gasheizung nicht und das kommt natürlich dann hier bei diesem Punkt der Heizung ebenfalls kostentechnisch sehr zugute.
Als nächstes haben wir den Punkt Peripherie. Da ist ja immer die Frage, was fehlt eigentlich alles unter Peripherie? Das ist immer, wie ich sage, alles andere, was rund um die Gasheizung und den Wasserspeicher entsprechend noch so in eurem Heizungsraum verbaut werden muss. Das sind heutzutage in der Regel solche Sachen wie das Ausdehnungsgefäß, der Schlammabscheider, eventuell irgendwelche Sicherheitsgruppen, die benötigt werden. Manchmal auch ein Mischer, eine Mischergruppe dazu, aber natürlich auch Heizkreis, Zirkulationspumpen und so weiter. Diese ganzen Geschichten plus eventuelle Haltersysteme, die für das ein oder andere Element noch benötigt werden, das ist alles im Prinzip Peripherie. Der Kostenbereich ist hier ein bisschen breiter. Wir fangen also an so durchaus bei 800 Euro im besten Fall. Das geht allerdings auch hoch in Richtung 1500 bis zu 2000 Euro, die nur für den Austausch der Peripherie anfallen. Das sage ich mal, diese breitere Spanne, die ist aber auch damit zu begründen, dass es natürlich auch auf den Fall ankommt, wie euer Heizungsraum aufgebaut ist. Wenn ihr also eine 40 Jahre alte Heizungsanlage tauscht, dann kann man davon ausgehen, dass natürlich die gesamte Peripherie, also jede Heizkreispumpe, es wird so ziemlich alles getauscht. Dann bist du eher am oberen Ende der Skala. Hier kann man allerdings auch mal schauen, wenn man im Laufe der Jahre vielleicht so das ein oder andere schon bereits mal erneuert hat. Da ist vielleicht schon eine Heizkreispumpe drin, eine relativ neue, oder die Mischergruppe ist gerade erst neu gekommen. Dann kann man hier relativ schnell 500, 700, 800 Euro einsparen und liegt dann meistens so eher im Bereich um die 1000 Euro. Also das spiegelt sich natürlich hinterher bei den Montagekosten auch mal wieder, weil je weniger Peripherie ich austausche, desto schneller geht natürlich auch letzten Endes der ganze Einbau der Heizung. Und dann haben wir noch so einen Zusammenfassungspunkt, nämlich Montagematerial, Kleinmaterial, wie man es auch nennen möchte. Da sind sich die Handwerker auch mehr oder weniger einig, das ist letzten Endes so ein Punkt, du kannst ja nicht jede Schelle, nicht jeden Rohrbogen oder sonst irgendwas aufschreiben, den du eben brauchst, um den ganzen Kram miteinander zu vertüddeln. Und das fällt dann meistens immer alles unter den Bereich Kleinmaterial. Auch zum Beispiel das Auffüllen von dem Heizungswasser mit halt enthärtetem nach VDI sonst irgendwas Wasser, das fällt auch alles da drunter. Da liegst du dann auch so im Bereich, ne? Das geht so los bei 500 Euro, 600 Euro und dann durchaus auch so bis 1000 Euro. Maximal für eben diesen Posten Kleinmaterial. Als nächstes hätten wir den Punkt Montage. Das sind also jetzt rein die Arbeitskosten für das Ganze, also der Arbeitsaufwand für die entsprechenden Monteure. Da muss man so ein bisschen schauen, das ist logisch, dieser Bereich ist natürlich etwas individueller, dadurch ist die Spanne relativ breit. Wobei ich schon sagen musste, es war schon zu sehen, die meisten lagen in einem sehr, ich würde es mal nennen, fairen Bereich, so angefangen so bei 1200 Euro für den Einsatz bis hin zu so maximal 2000 Euro. Ne? Bei manchen ist auch aufgeführt, ne, was weiß ich, das ist dann eine Meisterstunde, das ist eine Lehrlingsstunde, ne? Also dass man da jetzt nicht irgendwie drei Doktoren und einen Professor und noch zwei Meister auf der Baustelle hat, sondern dass man eben weiß, wer da so kommt. Es gab einige Ausreißer, die gingen dann so in die Richtung 3000 Euro und sogar noch drüber. Da würde ich dann so ein bisschen schauen, woran das liegt. Ob es meine eigenen Wünsche sind, dass ich mir irgendwas sehr Spezielles wünsche, was halt sehr komplex umzusetzen ist und deswegen eben dann dieser Bereich Montage, Kosten, Arbeitsleistung relativ hoch ausfällt oder woran es liegt. Wobei ich bei manchen von den Angeboten auch, sage ich mal, eher so fragwürdigere Posten gesehen habe, wie zum Beispiel, dass man einen Anteil an der Kfz-Versicherung für das Einsatzfahrzeug bezahlen soll. Weiß ich nicht. Also würde ich jetzt als Betrieb nicht auf so eine Rechnung schreiben oder so ein Angebot. Aber gut, ne, ist dann immer so ein bisschen Geschmackssache. Aber wie gesagt, insgesamt dieser Bereich 1200 bis maximal 3000 Euro, wobei eben so die meisten tatsächlich in diesem Durchschnitt dann gelegen haben. Natürlich haben wir auch beim Austausch der Gasheizung den Punkt Entsorgung. Da kommt es jetzt darauf an, was vorher eingebaut war. Ich würde mal fast sagen, bei locker 80% aller Systeme war bereits im Vorfeld eine Gasheizung eingebaut. Da lag dann die Entsorgung bei irgendwas um 150 bis so 300 Euro. Ja, das war so der meiste Fall. Also sehr fair natürlich, dass es letzten Endes, dass das Gerät ja abgebaut, mitgenommen wird und dann halt entsprechend entsorgt wird. Wäre allerdings eine Ölheizung, da waren auch einige Fälle dabei, von einer Ölheizung umgestiegen auf eine Gasheizung, dann ist die Entsorgung natürlich wesentlich teurer, weil dann eben auch die Tanks ausgebaut werden müssen und das Entsorgung der Tanks, das schlägt dann eher so in diese Richtung, dass es dann in Richtung 1700 Euro geht. Das hatte ich aber auch schon bei den Wärmepumpen gesehen. Das ist so ein Stand, ich weiß nicht, ob das sogar so ein Standardtarif ist, weil das waren immer fast so 1700 Euro für die Entsorgung einer Ölheizung. Und als letztes darf man nicht vergessen, ein neues Abgassystem. Die neue Gasheizung, dabei handelt es sich ja in der Regel um eine Niedertemperatur-Brennwerttherme und die hat eben spezielle Voraussetzungen an das Abgassystem. Da geht es teilweise auch um die Zuluft und so weiter. Und deswegen ist da auch immer ein Austausch notwendig.
Und da man ja bereits vorher eine Heizung besessen hatte, entweder war es eine alte Gasheizung oder eine Ölheizung, hat man meistens auch schon Zugang. Entweder hat man einen Schornstein oder irgendwas, wo man schon Zugang hat nach draußen. Dann ist der Aufwand natürlich vergleichsweise gering. Aber das Abgassystem selber muss natürlich gekauft werden. Da gibt es diverse Möglichkeiten. Deswegen ist hier der Preisbereich, das geht so los bei 800 Euro, wenn es ein relativ kurzes, kleines, einfaches Abgassystem ist. Aber durchaus auch bis zu 1500 Euro, wenn es dann noch irgendwelche Kondensatpumpen und so weiter beinhaltet. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir mal so eine kleine Gesamtauswertung, in welchem Bereich, wenn man jetzt halt die Einzelposten summiert, in welchem Bereich liegen denn jetzt so typischerweise die Rechnungen für den Austausch einer Gasheizung? Auch da wieder eine kleine Übersicht, das habe ich jetzt alles übrigens in Bruttopreisen bereits gerechnet, da ist also jetzt Mehrwertsteuer alles schon inklusive, praktisch der Endkundenpreis. Und da sehen wir, im günstigsten Fall, im besten Fall, und das war nicht nur ein Angebot, also ein Ausreißer nach unten, sondern es waren durchaus einige Angebote, die unter 9.000 Euro gelegen haben. Das heißt also, so 8.500 Euro ist tatsächlich auch ein realistischer Preis, wenn man günstig an so einen Gasheizungstausch kommt. Sprich, man hat vielleicht relativ wenig Peripherie, man nimmt nur einen einfachen Warmwasserspeicher, der Handwerker berechnet einen fairen Stundensatz oder faire Monteurssätze, dann kommt man tatsächlich in die Richtung von 8.500 Euro, auf jeden Fall unter 9.000 Euro. Im Schnitt lagen sie dann tendenziell eher so in Richtung 10.000 Euro. Das war so der grobe Durchschnitt, wenn man jetzt sagt, mal plus, mal minus 500 Euro. Und im teuersten Fall, die teuersten Rechnungen jetzt an der Stelle, die lagen dann im Bereich von 15.000 Euro. Wobei man da immer dazu sagen muss, da lag es dann entweder so vor, dass halt eine Ölheizung entsorgt werden musste, was wir gerade schon sagten, dann ist die Entsorgung relativ teuer. Oder dass da etwas seltsame Posten bei den Monteurstunden, dass die Monteurstunden sehr teuer geworden sind. Das war also jetzt nicht so, dass bei 15.000 Euro eine wesentlich teurere Heizung eingebaut wurde, sondern das hat sich halt über das gesamte Angebot, über eben solche mittelmäßig dubiosen Posten dann aufsummiert. Ne? Und dann kommst du in Richtung 15.000. Das heißt, die meisten liegen eigentlich im Bereich um die 10.000 Euro. Ja, dann vergleichen wir das doch nochmal, ich will mal sagen, spaßeshalber, mit dem Austausch zu einer Wärmepumpe, was ich ja bereits in einem letzten Video mal gezeigt habe. Wenn ich das mal einblende, dann sehen wir, okay, hier liegen wir jetzt bei der Wärmepumpe im besten Fall, also wirklich die besten Angebote, die ich von euch bekommen habe, im Bereich von 14.000 Euro. Da muss man allerdings dazu sagen, dass wir hier auch schon eine Förderung von 35% drin haben. Das sind also jetzt auch Endpreise in beiden Fällen, in beiden Fällen Bruttopreise. Bei der Gasheizung kriegen wir nichts gefördert, bei der Wärmepumpe kriegen wir 35% im Normalfall. Es wäre technisch gesehen auch ein bisschen mehr möglich, aber dann liegst du bei 14.000. Im Durchschnitt liegst du aber für die Wärmepumpe eher so im Bereich 18.000 bis vielleicht 20.000 Euro und im schlechtesten Fall halt so in Richtung 22.000 Euro. Interessant fand ich auf jeden Fall, dass ich nicht ein einziges Angebot gesehen habe, wo sonst irgendwas anderes an der Heizungsanlage geändert wurde. Damit meine ich zum Beispiel der Einbau neuer Heizkörper oder vielleicht auch der Umbau auf eine Fußbodenheizung. Das war alles nicht Bestand irgendeines Angebotes. Das war ganz anders als bei den Wärmepumpen. Die Angebote, die ich da bekommen habe von euch, da war fast immer. Wenigstens wurden da ein, zwei Heizkörper getauscht, aber teilweise war da auch noch größere Änderungen. Also sprich Umbau auf Fußbodenheizung oder sämtliche Heizkörper des Hauses zu tauschen, wodurch natürlich die Sanierungen wesentlich teurer waren. Das ist dann nicht nur der Austausch des Wärmeerzeugers, sondern das ist dann schon eine richtige Heizungssanierung, die dann auch preislich mehr im Bereich 30.000 Euro und darüber dann gelegen hat. Ja? Und jetzt hier bei Gasheizungen ist ganz klar der Fokus, das kann man auf jeden Fall sagen, der Fokus jetzt ist momentan bei den Leuten, ich lasse mein Heizungssystem so wie es ist, ich wechsle einfach nur den Wärmeerzeuger auf eine neue, moderne Gasheizung, damit ich schlichtweg die nächsten 20 Jahre meine Ruhe habe. Also das merkt man schon an der Stelle. Ob das jetzt gut und richtig ist, das sei dahingestellt, funktionieren tut's. Und es ist natürlich zweifelsohne die absolut günstigste Variante jetzt für die nächsten Jahre jetzt in Bezug auf Heizungsaustauschen. Ja, und damit kommen wir auch zur, ich will es mal nennen, Zukunftsfrage. Was passiert denn jetzt ab 2024 mit unseren Gasheizungen? Und da gibt es im Moment natürlich, das Gesetz ist ja noch nicht ganz durch, da ist jetzt ja die letzten Züge dieser sogenannten Novelle, die ist jetzt ja in Vorbereitung und na, ich will mal fast sagen, täglich steht da irgendwas anderes von in der Zeitung und wieder irgendwelche anderen Aspekte. Der Punkt ist jedenfalls, dass es immer noch nicht ganz feststeht. Ich werde natürlich ein Video machen, in dem Moment, wo das so ein bisschen, wenn die Tinte auf dem Papier trocken ist, dann werde ich das definitiv als Video machen, dass wir auch mal sehen, was da jetzt alles Fakt ist und wie wir damit umgehen müssen. Punkt ist jedenfalls, was wir ab nächstes Jahr zu erwarten haben.
dass der Einbau oder der Austausch einer Gasheizung eben nur noch mit einem 65% regenerativen Anteil möglich sein wird. Und jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, wie soll das erreicht werden? Also, da gibt es ja immer die Sache mit Hybridheizungen und Biogas und Wasserstoff und so weiter. Und das ist auch so ein bisschen die Richtung. Da gibt es jetzt schon neueste Pressemitteilungen, wie das ungefähr laufen soll, die allerdings auch wieder neue Fragen aufwerfen. Aber nur der Vollständigkeit halber, bevor ich ein richtiges Video zu mache. Letztendlich gibt es mehrere Möglichkeiten, ab nächstem Jahr eine Gasheizung einzubauen und diese 65% regenerativen Anteil zu erfüllen. Der erste wäre, dass ich eine Gasheizung einbaue, also die neue Gasheizung, die ich einbaue, vom Hersteller praktisch bestätigt wird, dass die in der Lage sein wird, zu 100% Wasserstoff zu verbrennen. Ja, okay. So, der Sinn sei jetzt erstmal dahingestellt, weil ich bezweifle mal, dass du jemals deine Gasheizung mit 100% Wasserstoff betreibst. Aber okay, das ist eine Möglichkeit. Das heißt, der Hersteller klebt, im besten Fall klebt er danach ja so ein schönes blaues Siegel auf deine Heizung und sagt, jo, diese Heizung kann mit Wasserstoff betrieben werden. Und dann heißt das, du kannst sie nächstes Jahr auch ganz normal einbauen. Dann ist das bereits dein 65% regenerativer Anteil. Genauso mit Biogas. Das ist auch ein ganz komisches Gesetz, das muss ich mir nochmal genauer anschauen. Wenn ab 2030 deine Heizung mit 50% Biogas laufen kann oder auch wieder mit blauem Wasserstoff oder grünem Wasserstoff, auch dann darfst du 1:1 die Heizung wieder tauschen, ohne dir irgendwelche anderen Gedanken zu machen. Allerdings liegt da dann die Erfüllungspflicht wiederum bei dem entsprechenden Netzbetreiber, also dem Gasnetzbetreiber. Der muss das praktisch bestätigen, dass er das machen will bis 2030. Aber da stelle ich mir auch die Frage, okay, am Ende des Tages ist das auch wieder nur ein Aufkleber, den du kriegst und kannst dann wieder einfach die Heizung tauschen. So, dann wird ja immer wieder debattiert, ja, nee, aber es ist ja Technologieoffenheit. Man muss ja nicht unbedingt auf eine Wärmepumpe gehen, weil alle hassen Wärmepumpe. Warum Wärmepumpe? Natürlich kann man auch alles andere wählen. Zum Beispiel kann man sich ans Fernwärmenetz anschließen lassen. Okay, es ist eine gute Idee. Also ich weiß nicht, bei uns sind es glaube ich 100 Kilometer bis zum nächsten Fernwärme. Egal. Man kann Stromdirektheizungen verwenden. Das ist eine super Idee übrigens. Ne? Stromdirektheizung. Aber glaube ich auch wieder nur in besonders isolierten Gebäuden. Und so weiter. Ne? Und natürlich auch das ganze Umbauen auf Pelletheizung, also auf eine Biomasseheizung und so weiter. Naja gut, ist klar. Das sind natürlich auch die Alternativen, die man immer hat. Oder eben, was wahrscheinlich das Gängigste sein wird, ist der Aufbau eines Hybridsystems. Das bedeutet, du würdest dir eine neue Gasheizung einbauen und dazu zusätzlich noch eine Wärmepumpe, die das Ganze dann entsprechend unterstützt. Was da allerdings interessant ist, dass es dann wohl auch ausreichen soll, wenn die Wärmepumpe so dimensioniert ist, dass sie halt in Anführungszeichen nur 30% deines Heizwärmebedarfs übernimmt. Was das jetzt mit 65% regenerativem Anteil zu tun hat, habe ich jetzt keine Ahnung von. Aber das ist natürlich interessant, weil dann würde zum Beispiel auch die Nachrüstung einer Split-Klimaanlage unter Umständen schon vollkommen ausreichen. Das heißt, du baust dir in ein Familienhaus eine Split-Klima ein und hast dann praktisch 30% Heizlast, die du theoretisch auf deine Split-Klima legen könntest. Dann wäre das Ganze natürlich jetzt nicht mit so wahnsinnig hohen Mehrkosten verbunden. Aber wie gesagt, das ist alles noch nicht so ganz spruchreif. Punkt ist jedenfalls, Fakt ist jedenfalls, dass das alles durchaus möglich ist, natürlich mit einigen Mehrkosten. Aber nichtsdestotrotz ist es immer noch günstiger, ein Hybridsystem aufzubauen, als zum Beispiel jetzt einen 100%igen Austausch auf eine Wärmepumpe zu machen mit eben dem kompletten Austausch des Heizungssystems dabei. Ja, wenn ich jetzt eben den Punkt nochmal nehme, etwa 8.500 Euro im besten Fall, ich würde dann noch irgendwas 1.500 bis 2.000 Euro für eine Split-Klima drauflegen, dann bin ich immer noch im Bereich 10.000 Euro. Das ist dann immer noch eine ganz vernünftige Sache. Das heißt, es kann nächstes Jahr natürlich ein bisschen teurer, komplizierter werden, ist aber nicht gesagt, weil auf der anderen Seite reden sie natürlich jetzt auch davon, dass es da irgendwelche besonderen Förderprogramme noch geben soll, dann wieder hin und her, aber auch da ist auch noch nichts spruchreif. Also vielleicht kriegt man sogar im nächsten Jahr sogar noch einen Sonderrabatt auf seinen Austausch der Gasheizung, wenn man sich dann ein Hybridsystem aufbaut, und vielleicht ist dann sogar so ein Hybridsystem im gleichen Preisbereich wie jetzt ein günstiges Gasheizungssystem. Wissen wir alles noch nicht. Aber das ist eben der Grund, warum viele sagen, du, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach, und deswegen wechsle ich die dieses Jahr, dann bin ich damit ab und dann ist mir der Rest auch scheißegal. Kann ich genauso nachvollziehen, aber wir sollten das erstmal jetzt ohne Panik abwarten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht so heiß gegessen wird wie gekocht und dass es auch im nächsten Jahr die Welt sich ganz normal erstmal weiterdrehen wird.
Und dann kommen wir zum Abschluss noch auf eine kleine Zusammenfassung und Fazit von meiner Seite. Und an der Stelle erstmal ein dickes Dankeschön an alle Zuschauer, die mir ihre Rechnungen und oder Angebote zugeschickt haben. Das war mal wieder eine riesengroße Hilfe hier für die Datengrundlage dieses Videos. Von daher erstmal ein dickes Dankeschön für euren Aufwand an der Stelle. Natürlich auch ein dickes Dankeschön an alle Zuschauer, die mein letztes Video geschaut haben, kommentiert haben, vielleicht auch ein Like dagelassen haben oder sogar den Kanal abonniert haben. Wenn ihr mal schaut, ich reite jetzt ja so langsam auf die 100.000 Abonnenten zu und ich wäre extrem glücklich, wenn ich das dieses Jahr noch schaffen würde. Von daher bedanke ich mich natürlich auch bei jedem, der sich entschlossen hat, den Kanal zu abonnieren. So, aber jetzt geht es nochmal ums Thema Gasheizungen. Das ist natürlich, weil wir gerade schon festgestellt haben, durchaus ein sehr volatiles Thema, will ich mal sagen. Viele gehen auf Nummer sicher und versuchen noch möglichst in diesem Jahr ihre Gasheizung zu tauschen, wenn sie denn sozusagen an ihrem Lebensende angelangt ist und es durchaus absehbar ist, dass sie in den nächsten Jahren getauscht werden müsste, einfach nur, um auf Nummer sicher zu gehen. Ja, dieses Jahr steht es halt noch fest, da kannst du noch machen, was du willst. Ab nächstem Jahr wird da irgendwas kommen, keiner weiß genau was, und diese Unsicherheit ist eben der ausschlaggebende Punkt, warum es aktuell so einen Run auf Gasheizungen gibt. Jeder zweite Heizungsbauer ist damit beschäftigt, jeden Tag irgendwo eine Gasheizung einzubauen. Und was jetzt nächstes Jahr kommt, wäre ich jetzt erstmal vorsichtig. Ich würde nicht in Panik verfallen, das wird irgendwie weitergehen, und es zeichnet sich auch schon ab, wenn man sich diese Pressemitteilungen und die Novellenvorschläge da mal anschaut, dass das durchaus mit ein bisschen Kreativität nicht unbedingt sein muss, dass es nächstes Jahr jetzt so extrem viel teurer wird, wie viele befürchten. Diese 65% regenerativer Anteil, die werden da durchaus schon aufgeweicht durch diese sehr, etwas seltsameren Anforderungen mit der Gasheizung, mit Wasserstoff oder Biogas und so weiter. Da wird es mit Sicherheit auch im nächsten Jahr irgendwie weitergehen, ohne dass da jetzt auf die Hausbesitzer extreme Mehrkosten zukommen, wie man sie eventuell befürchten müsste, wenn man jetzt einen Altbau auf eine Wärmepumpe dann wechselt. Weil das ist uns klar, das ist natürlich ein ganzes Stück teurer, das haben wir ja auch im letzten Video bereits gesehen. Ja. Und interessant fand ich allerdings, wenn man jetzt mal schaut, okay, die Gasheizung von ihrem Preisgefüge lagen so tendenziell bei 10.000 Euro und im Endeffekt die Umrüstung auf eine Wärmepumpe im besten Fall liegt irgendwo bei 15.000 Euro. Das heißt, da haben wir eine Preisdifferenz von 5.000 Euro drin. Und jetzt wäre es mal vielleicht ganz interessant, wenn man das genau vergleichen würde, wenn ich jetzt auch noch die Heizung tauschen würde. Ich habe also tatsächlich eine Heizungssanierung, dann kriege ich ja bei der Wärmepumpe die Heizungssanierung ebenfalls gefördert, wohingegen ich die beim Gasaustausch nicht gefördert kriegte. Wäre vielleicht noch ein Thema für ein anderes Video. Was übrigens interessant ist, sind immer die Aufbauten mit den hybriden Systemen. Und wer sich dafür ein bisschen genauer interessiert, wer mal wissen will, wie so ein hybrides System funktioniert, was so die Vorteile sind, wie man das auslegt, also die Wärmepumpe in Kombination mit der Gasheizung, warum oder wie, weshalb funktioniert das eigentlich, da habe ich ein interessantes Video für euch. Das habe ich nämlich erst vor kurzem fertig gemacht. Schön Hybridheizung mit Gas und entsprechender Wärmepumpe, wie das Ganze in der Praxis funktioniert. So, könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Und an der Stelle würde ich dann sagen, war es das für mich für heute. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Wenn noch was sein sollte, schreibt es in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.